Update zum Coronavirus. In der chinesischen Provinz Hubei sind in den vergangenen 24 Stunden fast 250 Tote durch das Coronavirus zu bedauern. Das heißt, die Zahl der Todesopfer ist in Hubei auf über 1.300 angestiegen. Und allein in China gibt es so circa 60.000 registrierte, ich rede von registrierten Infektionen. Und das Virus hat sich inzwischen auch schon in viele andere Länder ausgebreitet. Außerhalb von China sind es über 500 Infektionen. 500 im Vergleich zu 60.000 ist nicht wirklich viel. Das heißt, wir sehen, Quarantäne funktioniert, funktioniert sogar sehr gut. Wir haben 16 bestätigte Fälle in Deutschland. Auch denen wünsche ich natürlich allerbeste Gesundheit und gute Genesung. Und unser Gesundheitsminister Spahn kann im Moment tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, die Lage ist unter Kontrolle, wir sind bestens vorbereitet und bitte keine Panik. Ist auch wirklich hier nicht angebracht. Würde ich in China wohnen, dann wäre ich anders drauf, ganz ehrlich. Aber hier in Deutschland haben wir, das muss man sagen, auch wenn wir auf sehr, sehr hohem Niveau sehr viel zu meckern haben, immer noch eines der allerbesten Gesundheitssysteme weltweit. Ja? Es ist eine Frage des Blickwinkels. Mittlerweile ist aber die Klassifizierung dieser Patienten geändert worden. Das macht mich natürlich stutzig. Ärzte können jetzt eine offizielle Diagnose stellen, die auf einer Kombination von Faktoren wie Lungenbildern auf der einen Seite und dem körperlichen Zustand des Patienten auf der anderen Seite beruht. Das macht ja auch Sinn, weil bei 60.000, die einfach mal so schnell zu untersuchen, das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Bisher hat man immer nur ein Testverfahren über Nukleinsäuren zugelassen, aber das waren viele eindeutige Erkrankungen, hat man dann erst nach drei oder nach einem vierten oder fünften Test erkannt. Und das ist natürlich Wahnsinn, so viele Tests muss das zur Verfügung haben. Generell vermute ich da eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Also ist jetzt nicht ein Füllhorn an Möglichkeiten, einfach auf das Coronavirus zu testen. Und gleichzeitig scheint sich diese wandelnde Berichterstattung in China auch nicht ganz hilfreich zu sein. Ja, ist halt keine Demokratie und keine Pressefreiheit. Und das macht es natürlich für die Leute vor Ort katastrophal, schlecht, schlimm, da hätte ich Panik. Und ja, was machen die Experten in der Presse in China, die zeigen, wie gut sie die Fälle identifizieren oder wie sie ein Krankenhaus beeindruckend schnell hochziehen? Ja, Respekt, das können wir Deutschen nicht. Aber das wirkliche Ausmaß der Epidemie würde mich persönlich auch mal interessieren. Und nicht nur mich, sondern vor allem die Weltgesundheitsorganisation und noch viel mehr einfach die Bürger in China. Ja. Dass die Quarantäne funktioniert, scheint offensichtlich. Wie gesagt, 16 im Vergleich zu 60.000, beziehungsweise 500 außerhalb von China im Vergleich zu 60.000, die bestätigt ist. Selbst wenn der Faktor nochmal um 10 höher ist, sind wir noch in einem relativ durchschnittlichen Maß. Ich weiß, will hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen oder Menschenleben gegeneinander abwägen. Das ist völlig abwegig und No-Go, aber ich möchte einfach auch nicht, dass hier Panik auftritt. Das ist nicht angebracht. 16 mit dem Coronavirus in Deutschland unter Quarantäne, unter bester medizinischer Versorgung. Ich gehe fest davon aus, dass das jetzt noch ein paar Tage so weitergehen wird, dass wir dann aber ganz schnell den Peak finden werden, dass es nicht zu einer Pandemie kommt. Epidemie in China reicht völlig aus. Ich wünsche denen natürlich auch von Herzen nur das Beste. Und vielleicht auch noch eine bessere Informationspolitik, weil das ist das, was mich da besonders stört. Also macht mal Notifications auf Twitter aus, schmeißt doch mal einfach eure Focus, Spiegel, NTV oder was auch immer ihr habt, von euren Smartphones runter. Einmal am Tag Nachrichten reicht oder manchmal braucht man auch gar keine, dann fühlt man sich schon gleich gesünder. Wir hätten eigentlich überhaupt nichts mitbekommen hier in Deutschland. Hätten wir kein Facebook, Twitter. Ist natürlich schlimm, was da an Meinungsfreiheit unterdrückt wird und an Informationen zurückgehalten wird. Und ich fühle auch mit denen. Auf der anderen Seite ist Panik unangebracht und bringt uns nicht weiter. Und damit helfen wir auch nicht den ganzen Kranken oder Verstorbenen in China. In diesem Sinne, wenn du diese Botschaft gut und wichtig findest, dann freue ich mich, wenn du sie teilst oder wenn du mir ein Abo schenkst. Ansonsten sage ich einfach, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Entspann dich, lehn dich zurück, wasche die Hände. Nimm Desinfektionsmittel. Red mal mit deinem Arzt über die Grippeimpfung im nächsten Jahr. Über deinen Immunstatus. Schau mal, was kannst du machen mit Vitamin D, Vitamin C und Darmsanierung. Da gibt es viele mögliche Sachen, die du machen kannst, um deinen Immunstatus anzuheben.
Weil alle die, oder die allermeisten, so circa 90% nach aktuellen Zahlen der Todesopfer waren 60 plus und hatten schon eine schwere oder schwerwiegende Vorerkrankung. Das heißt, du kannst da schon ein bisschen Einfluss drauf nehmen. In diesem Sinne, nochmal, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.